sieht, kein Kündigungsschutz. Überlegen Sie mal, was Sie anstellen müssen, um fristlos gekündigt zu werden. Also da müssten Sie schon Ihre Chefin bestehlen oder Sie am Ende sexuell belästigen oder ihr auf den Schreibtisch urinieren. Sind Sie sicher? Also wirklich, also der Herr Röttgen hat das alles nicht gemacht. Und trotzdem, schauen Sie, seit seinem Rausschmiss herrscht natürlich jetzt in den Ministerien eine solche Angst, so ein schlechtes Klima. Jeder fragt sich natürlich, meine Güte, wer ist der Nächste, wann trifft es mich? Nur noch Angst und Misstrauen. Kein gesunder Mensch tut sich im normalen Arbeitsleben sowas an, der wechselt die Chefin. Ich sag's ja nicht, wir haben ja, also ich habe ja da Leute auf meinem Sofa sitzen. Also ich muss ja, also ich, Persönlichkeitsstörungen, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, dann diese ganzen Phobiker, dann meine, ja, diese masochistischen Dispositionen. Ich darf ja keinen Namen nennen, aber der Horst Seehofer. Was der neuerdings alles macht, ne? Der ist ja, es macht er Facebook-Partys, macht so auf jugendlichen Rowdy. Wenn man ihn trifft, stellt er sich selber mit den Worten vor: Servus, ich bin's der Horsti. Ich habe diesen Mann diagnostiziert. Sieh, der hat eine postgeriatrische infantile Zwangsneurose. Und die ist seit seiner Schulzeit bereits angelegt. Und wenn ich mir auch seine ganzen Vorgänger anschaue, Strauß, Stoiber, ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, bayerischer Ministerpräsident ist kein Amt, das ist eine Folge eines psychischen Defekts. Die Skeptiker von meiner Theorie, die sagen dann alle, na, das sind ja alles nur Machtbesessene, diese Politik, die machen das wegen der Macht. Also, das ist heutzutage lächerlich. 50% der Gesetze werden von Brüssel ausgemacht. 40% werden dann von den Wirtschaftslobbyisten, von den Versicherungen und Banken in den Block diktiert. Und dann bleiben noch 10%, meine Damen und Herren. Die Leute, die Sie gewählt haben, haben de facto keinen Einfluss. Und einige schnallen es heute jetzt. Ja, und da greifen wir vom psychologischen Dienst ein und helfen. Und deshalb brauche ich auch hier diese 20 Zimmer. Aber die ganzen restlichen Abgeordnetenpolitiker, ich sage Ihnen eines, das ist wirklich tragisch. Die Leute, die Sie gewählt haben, die stehen auf der Besucherterrasse des Flughafens, fuchteln permanent mit den Armen, rufen Landen, Landen, Landen. Und die meinen in echt, sie sind die Fluglotsen. Sie haben ja einen Wartel, dass Sie so etwas denken können. Sie sind der Chef, ist doch nur eine Unterschrift. Ich soll hier unterschreiben? Ja. Zum 60. Gründungsjubiläum der Bild-Zeitung. Also, die haben doch was am Sträußchen. Zur Queen, okay, bin ich dabei. Wieso sollen wir der Queen gratulieren? Dieser königlichen Schnorrerliese haben überhaupt nichts zu verdanken. Ach, aber der Bild-Zeitung, ja, ja. Diesem schwarz-gelben Anzeigenblatt. Sei aber mal ehrlich, wie oft profitieren wir, gerade wir beide, von diesem in der Bildzeitung enthaltenen großen befruchtenden Erregungspotenzial? Da können wir doch mal gratulieren. Sagen, bewerben Sie sich hier gerade für dauerhafte stationäre Einweisung? Nein. Oder was? 18 wäre noch frei, glaube ich. Nehmen Sie mal zur Kenntnis, die Bildzeitung hat gerade eben den Henry-Nannen-Preis gewonnen für investigativen Journalismus. Ja, ja, das war für ihren persönlichen Rachefeldzug gegen den Wulff weiter gar nichts. Wenn das investigativer Journalismus sein soll, dann bin ich mal auf die nächsten Verleihungen gespannt. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der geht dann wahrscheinlich an Assad. McDonald's kriegt 3 Michelin-Sterne zugesprochen. Ja, und Arjen Robben wird Elfmeterschütze des Jahres. Ich weiß. Ja, aber Sie können doch alle da lobe ich mir mal Ihre Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Was? Die haben es abgelehnt, diesen Preis mit den Hetzschreibern dieses Drecksblatts zu teilen. Chapeau! Das ist Haltung. Hören Sie, die Süddeutsche Zeitung, ja. Also die Süddeutsche Zeitung, ja. Ein Leuchtturm im trüben Ozean der medialen Finsternis. Ja, aber hören Sie, diese Edelfedern von der Süddeutschen Zeitung haben es doch vergleichsweise leicht. Die Bildzeitung dagegen, die muss so kämpfen. Och, die Bildzeitung, ja. Jetzt geht auch gleich mit. Die Bildzeitung muss kämpfen. Ja, gegen was denn? Gegen den linken Zeitgeist? Nein, der erledigt sich selbst. Eben. Das
sie muss kämpfen gegen ihr schlechtes Image. Was das Image ist, ist denen doch egal, solange im Kanzleramt niemand die Richtlinienkompetenz von Friede Springer ernsthaft in Frage stellt. Sie haben doch von der Medienlandschaft überhaupt keine Ahnung. Verstehen Sie, die Bildzeitung, ja, sie wird gefürchtet, das schon, aber sie genießt überhaupt keine Achtung und überhaupt keinen Respekt. Wissen Sie, welche Vorschläge man erhält, wenn man bei Google nach dem Begriff Drecksblatt sucht? Sie sind der Digitale. Da, schauen Sie mal bitte her. Ja, ja. Die sind da auf dem ersten Platz. Sie haben ein Imageproblem. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das Internet so intelligent ist. Also Sie unterscheiden nicht, okay. Aber wissen Sie, Sie regen sich immer so auf, was da in dem Blatt drinsteht. Das verstehe ich nicht. Regen Sie sich lieber mal darüber auf, was in dem Blatt nicht drinsteht. Ja, ja, ja. Sie haben ja recht, es war halt alles ein bisschen viel. Die letzte Zeit, 100 Jahre Axel Springer, 60 Jahre Bildzeitung, jetzt zum Jubeltag wird jeder Haushalt im Briefkasten noch mit einem Gratisexemplar zwangsbeglückt. So kann man Sondermüll elegant entsorgen. Es ist wirklich... was haben wir uns alles anhören müssen? Axel Springer, der große Griechenfreund, der auf Patmos ein Haus gebaut hat. Warum? Das haben sie uns gleich verraten. Auf Patmos empfing Johannes der Täufer die Offenbarung und schrieb das letzte Buch vom Neuen Testament. Oh nee, aber schaut, geht's noch eine Nummer größer? Axel, der Griechenfreund, wird mich mal interessieren, wie er heute mit seinen Redakteuren umspringen wird, die nichts Besseres zu tun haben, als seit 2 Jahren Griechenland konsequent aus Europa zu schreiben. Haut endlich ab, ihr faulen Griechen. Oder schmeißt die Griechen aus dem Euro. Oder gestern erst Grieche fleht. Angela Merkel, lassen Sie mein Land zur Hölle fahren. Ein Hetzartikel am anderen, meistens geschrieben von Paul Ronsheimer. Ronsheimer schon, wenn Sie auf der Straße mal einem begegnen, der sagt, guten Tag, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich schreibe für die Bild-Zeitung. Sie machen nichts verkehrt. Aber es ist ja in... Es hauen ja alle auf die Griechen. Da bei der Regierungserklärung, dem großen Luftblasenfest der Kanzlerin, da hat sich der Schleckertöter von der FDP, Rainer Brüderle, wieder ins geistige Nirvana genuschelt. Was hat denn Rot-Grün gemacht, als Deutschland der kranke Mann Europas war? Die Griechen in den Euro geholt. Das ist Blödsinn. Zu dem Thema hat im April 1998 ein ganz anderer gesagt, Griechenland muss in den Euro, koste es, was es wolle. Na, unser... Bimbis halt, aber davon liest du in der Bild-Zeitung, da darf nicht sein, was nicht sein darf. Aber feiern, dafür feiern sie sich die große Revue zum 100. Geburtstag des Verlegers. Da waren sie alle da. Ein Almauftrieb, die ganzen üblichen Verdächtigen, das wäre wieder ein schönes Watschenfest gewesen. Da hätte es so viele lohnende Ziele gegeben. Was mich gewundert hat, war nur, Wolf Biermann war auch da. Ne, der Albtraum einer jeden Gitarre. Ne, Seite an Seite mit Friede Springer, ich weiß nicht, ob er sein altes Lied zum Besten gegeben hat, 3 Kugeln auf Rudi Dutschke. Schrumpf, schrumpf, ein blutiges Attentat. Wir haben genau gesehen, wer da geschossen hat. Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach, Deutschland, deine Mörder. Aber gut, das hat der Biermann geschrieben, da war er noch Gänsefüßchen. Also... DDR, davon will er heute nichts mehr wissen. Heute wird gefeiert, ne, und der Uso geht aufs europäische Haus. Jammers! Yes! Herr Schneider, das ist aber schön. Das ist schön. Wenn Sie die Leute mal ein bisschen in Urlaubsstimmung bringen, oder? Ihre Gitarre, Ihr Hocker, Ihre Patienten. Danke. Hauen Sie rein. Erstmal ein bisschen beruhigen, ne? So, ich entführe euch jetzt in ein anderes Land. Sun,
haya wan wanaya no how no